Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir ja den Hohepriester endlich besiegt. In der Zwischenzeit habe ich nochmal ein Level hochgestuft auf Stärke und habe mir jetzt mal ein neues Schwert genommen. Das Finsterschwert. Und werde es jetzt mal ausprobieren, wie das ist. Mal schauen, ob das was taugt. So, dann würde ich sagen, auf ins neue Gebiet oder was jetzt hier auch kommt. Ich weiß es nicht. Sehen wir jetzt gleich. Viel Spaß bei der Folge. So, dann schauen wir mal. Okay, das schaut auf jeden Fall schon mal leer aus, dass sie keine Gegner sind. Aber da unten sind auf jeden Fall zwei Dinger, muss ich mir holen. Geben Loot. Oh, komm her. So, Funkeltitanit. Wo ist jetzt der andere hin? Ist die abgehauen oder was? Mensch. Da war der gerade noch hier. Okay, da liegt auf jeden Fall schon mal Loot. Große Titanitscherbe. Hier sonst noch irgendwo was? Okay, dann gehen wir mal vorsichtig. Vorsichtig hier weiter. Okay, da liegt auf jeden Fall auch schon mal Loot. Da werde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht rankommen. Oh, was ist das? Lauter Riesen. Oh mein Gott, ich werde sterben. Okay, da hinten stehen Gegner. Gehe jetzt mal hier weiter. Vielleicht kann ich an die Riesen irgendwie vorbei. Weil die dürften ja eigentlich, wenn die aufstehen, nicht da reinkommen. Ich probiere es einfach mal. Oh mein Gott. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ah, da komme ich von der anderen Seite, glaube ich, ran. Oh, immer schön gegen die Mauern hauen. Man weiß ja nie, vielleicht ist irgendwas Verstecktes dahinter. Okay, ist nix. So. Gehen wir mal hier hoch. Oh mein Gott, das sind Zauberer, okay. Haben wir jetzt schon gesehen? Ach du Scheiße, die haben wir schon gesehen, von da hinten. Okay, ich lasse die jetzt erstmal. Gehe erstmal hier rein. Jawohl, hier liegt der Loot, gell? Hier müsste eigentlich der Loot sein vom Feuer, den wir gesehen haben. Ja, Loot. Boah, was treffen die mich denn von da hinten? Schauen, ob ich die einzeln pullen kann irgendwie. Okay, gehen wir einfach mal vor. Hier hilft nichts ran an den Speck. Fettsack. Boah, ey. Der haut's gar nicht zurück. Alles klar. Okay. Wir sind schon mal down.
Schau mal, mit dem Backsteppen kann. Ah, geh wieder nicht. Okay. Und den Baum verstecken hier. Boah, wie sind denn das? Ich muss sagen, das Schwert verbraucht ganz schön viel Ausdauer. Na, wo schlägst du die Jungs um mir hin? Okay. Boah, jetzt kommt da noch einer. Was ist denn das da? Das ist doch fies. Was ist denn das? Was ist denn das für einer? What the fuck? Okay, ich muss auf jeden Fall weg von dem scheiß Priester. Schauen, dass ich ihn irgendwie runterziehen kann. Oh. Komm, wir kämpfen hier drüben. Okay, Ausdauer. Okay, ich glaube, der geht eigentlich. Wenn er gerade nicht meine Stellung weghaut. Okay, jetzt leuchtet auf jeden Fall schon nicht mehr lila. Keine Ahnung, was das heißt. Okay, ist down. Sehr gut. Doppelspeer. Cool. Okay, was ist das hier? Okay, wird wahrscheinlich ein Shortcut sein oder sowas. Okay, dann schauen wir mal, dass wir den blöden Priester da umboxen. Na, jetzt aber Ruhe im Puff. Ruhe im Puff. Okay, dann kann man sich jetzt mal hier ganz in Ruhe umschauen. Wir wollen ja auch nichts übersehen. So. Ja, die Riesen da, die sind schon. Hören sich schon krass an. Okay, hier mal schauen. Hier mal schauen. So. Boah, was ist das? Was ist das? Der schießt auf mich. Mann, was ist denn das schon wieder? Schießt denn da auf mich? Ich habe einen Speer am Arsch. Ist er weg. Auf jeden Fall schauen, ob sie irgendwo runterspringen kann oder so. Gibt es irgendwie einen Geheimweg oder so? Okay, hier ist safe. Hier scheint nichts zu sein. So. So, lala. Okay, an den Riesen bin ich jetzt relativ gut vorbeigekommen. Wobei ich eigentlich da noch runterschauen will, was da noch so gibt. Ich habe echt Angst, dass ich jetzt pullen tue. Oh, der schießt immer noch auf mich. Geh jetzt hier einfach mal vorbei. Ich hoffe, ich stehe jetzt hier nicht auf oder so. Ist das schon wieder? Was ist denn das hier?
sind denn das für Gegner? Ach, ich glaube, wenn ich die Glut aktiviert habe, kann das sein? Ja, ist ja gut jetzt. Ich glaube, wenn ich die Glut noch aktiviert habe von dem Boss. Jetzt komm her. Einen Schlag noch. Oh, jetzt ist aber gut hier. Ruhe im Puff. Ah, normalerweise sind doch die Finstergeister. Die sind doch normalerweise dann rot oder irgendwie so. Ich kenne mich jetzt echt noch nicht so aus mit dem Multiplayer-Zeug hier. Okay, da sind schon wieder drei Gegner, so unsichtbare. Backsteppen? Oder nicht? Okay, der ist down. Der hat mir gar nicht bemerkt anscheinend. Finsterplattenring. Den schauen wir uns gleich an. Ich will nur noch den einen Gegner hier töten. So, dann schauen wir uns mal den Ring an. Jetzt können wir eigentlich den wieder raustun. So, Finster... Warte, ist hier noch ein Gegner? Ne, schon nicht so aus. Finsterplattenring. Finsterplattenring. Erhöht die Dunkelschadensminderung. Steinplatten sind das Symbol wahrer Ritter. Dunkle Purpursteinplatten wurden untoten Rittern verliehen. Erhöht die Dunkelschadensminderung. Okay, auf jeden Fall mal vormerken. Okay, was hatten wir denn? Erholt maximal TP. So, schauen wir mal. Gibt es hier was, irgendwas Verstecktes? Sodalatz. Okay, hier scheint sauber zu sein. Sechs Estos nur noch. Ich bin eigentlich ziemlich am Anfang noch von dem Gebiet. Mann, Mann, Mann. So. Die Tür könnte man nicht öffnen. Wahrscheinlich erst später. Zumindest muss ich hier schnell schauen, dass ich an dem Speertypi vorbeikomme. Bis der mich hier wegnatzt. Okay. Hinten ist auf jeden Fall auch Loot. Oh, komm, lass uns schnell den Loot holen. Ich weiß nicht, ob die sogar nicht aufstehen. Vielleicht müssen wir die ja schlagen, dass die aufstehen. Schaut auf jeden Fall so aus. Große Titanitscherbe. Hier irgendwo lag doch auch noch Loot. Wir legen mich schon, ob wir uns das einfach holen, ohne dass wir die anschlagen. Da liegt Loot. Ich habe das dumme Gefühl, wenn ich den Loot nehme, dass die aufstehen. Ah, habe ich doch recht gehabt? Okay. Boah. Keine Ahnung, wie viel... Boah.
Okay, einer ist down, aber ich bin auch fast tot. Seil ja auch cool, ein kleiner Titanit-Scherber. Komm, den hol ich mir auch noch schnell den Loot. Wird der nächste gleich aufstehen? Okay. Okay, ist irgendeiner aufgestanden. Aber ich gehe einfach mal weiter, weil da wird er oben wieder wohl doch nicht reinkommen. Ja, leg die wieder schlafen. So, dann gehen wir mal hier rein. Weiß ich nicht, gleich überfallen wird hier. Okay, gehen wir weiter. Ich hoffe, dass vielleicht mal ein Bonfire oder sowas kommt. Dann brauche ich mir den blöden Zauberer da nicht mehr vorbei. Okay, scheint sauber zu sein. Aber wer hat den Speer vorher geworfen? Würde mich echt mal interessieren. Okay, da scheint irgendwelche Ritter oder sowas zu sein. Okay, liegt überall Loot. Da muss ich wahrscheinlich über die Dächer irgendwie. Titanitschuppe. Oh, sehr gut. Ich nehme jetzt jedenfalls meine Estus. Und hoffe, dass wir noch ein bisschen überleben. Ich habe bloß noch 3. Ja. Schießt denn hier auf mich? Kann ich das irgendwie sehen von hier? Ah, der Bogi da. Alles klar. Okay, wir schauen, dass ich nicht in sein Sichtfeld komme. Boah, ist noch einer da. Mann. Mann. Okay, muss ich irgendwie schnell hier rüber. Boah, knapp. Okay, große Titanitscherbe. Wenn ich jetzt hier lang gehe, sieht er mich? Oder sieht er mich nicht? Der da hinten sieht mich auf jeden Fall. Das heißt... Warte mal, ich gehe mal ein bisschen vor, schau, ob er auf mich schießt. Okay, er schießt nicht auf mich. Das heißt, ich muss ich schnell wie möglich hoch und den... Boah, Alter. Hier war doch jetzt ein Ritter, oder? Oder haben wir da getäuscht? Okay, da ist einer. Mann. Wie soll ich den jetzt herkriegen? Okay, Bogi, den könnte ich eventuell backsteppen. Problem ist, dass der oben mich sieht. Außer der dreht sich vielleicht weg. Mal kurz warten. Oder ich probiere den einfach mal mit dem Bogen wegzuschießen, wegzusnipern. So. Probieren wir das einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass das hinhaut. Oh. Ah Gott. Oh, Scheiße. Okay, Leute, wie es hier weitergeht. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde mich hier mal wieder hochkämpfen. Und dann seht ihr in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.